Dr. Valentin. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Sabrina Genschow und ich arbeite im Marketing- und Modeling-Bereich und bin auf der Suche nach mehr Vitalität und Energie und wollte mich darüber einfach mal informieren, weil ich teilweise lange Arbeitstage habe. So, und in den Verbrennungsbereich, da empfehle ich unsere Unicity Matcha X. Das ist ein besonderes System, entwickelt auf der Basis von Shioka Matcha, hochwertigster Grüntee der Welt, in Kombination mit Ingwer, Cayenne-Pfeffer und andere wichtige Inhaltsstoffe und Fettverbrennung anzukurbeln. Schmeckt ganz lecker und man trinkt es zweimal am Tag. So, jetzt probieren wir mal. Dankeschön. Zum Wohl. Wow, super lecker.
da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Heimspiel Live. Heute aus der SAP Arena mit dem Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen den HSC 2000 Coburg. Neben mir natürlich auch wieder Christian. Hallo Christian. Hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von mir. Du hast natürlich wie immer die ehrenvolle Aufgabe, die Mannschaftsaufstellung vorzulesen. Ja, Entschuldigung das Schlag, aber ich entschuldige mich schon mal vorher wegen der komplizierten Name von Coburg, teilweise zumindest. So, Trainer Jan Gorsch schickt folgende Spieler aufs Feld. Jan Kulanek, Oliver Kresche, Philipp Bastis, Markus Hagelin, Lukas Wucherpfennig, Dominik Helm, Sebastian Weber, Steffen Kostbau, Till Rien, Nico Büdel, Adnan Hamandic, Giertz Lilienfels, Romas Kirveliavicius, Benedikt Kellner und Tom Wetzel. So, Löwentrainer Nikola Jakobsen versucht es mit folgenden. Mit Michael Appelzehn, mit Lukas Bauer, mit Andi Schmid, mit Dejan Manoskov, mit Rafael Baena González, mit Marius Steinhauser, Mats Mensah-Larsen, Hendrik Pekeler, Harald Reinkind, Gedeon Guardiola, Mia Plana, Alexander Peterson, Kim Ekdahl-Hurier, Gudjon Vardur Sigurdsson, Patrick Krötzki und Philipp Zanetski. Jetzt wird sie gerade im Hintergrund wieder etwas laut, wir können uns kaum selber verstehen. Ich hoffe, man hat alles verstanden. Also ist ziemlich laut. Aber ich glaube, es wird gleich leiser. Dann haben wir ein bisschen mehr. Ja. Und jetzt geht es auch gleich schon wieder los. Wahrscheinlich kann man es im Hintergrund hören, die Zuschauer klatschen sich jetzt gerade ein. Arena heute nicht ganz so prall gefüllt. Knapp 6000, wenn ich mal sage. Ja, schätze ich auch. Die Zuschauerzahl gibt es wahrscheinlich wieder in der zweiten Halbzeit irgendwann. Ich gebe mal dann durch, wenn es so kommt. Aber heute geht es ja um was. Die Löwen wollen wieder Tabellenführer werden. HSC 2000 Coburg kommt als Tabellenletzter hier nochmal rein. Werden sich auch bestimmt nicht abschlachten lassen sollen. Vom Papier her, klare Sache. Schauen wir mal. Aber wir tippen aber nicht. Nee. So, Spiel läuft. Coburg hat den Ball. Jetzt wird erstmal noch wieder freundlich abgeklatscht. Ja. Bevor es dann richtig losgeht. Und das Spiel läuft jetzt richtig. 0:0. Auf geht's, Löwen. Erster Freiwurf für Coburg. Nicht, dass es wieder mit dem Rückstand losgeht wie gegen Leipzig. Das hatten wir gerade. Aber ich glaube heute nicht. Nee. Solange es im Rahmen bleibt. Wieder abgepfiffen. Ball im Tor wird aber vorher abgepfiffen. Ja. Freiwurf für Coburg. Eine Minute gespielt, immer noch 0:0. Jetzt könnte der Arm hochgehen, hoffe ich noch. Arm da ist er auch schon. Jawohl, er hört mich. Coburg kommt zum Abschluss und knapp neben das Tor. Aber, da war noch einer dran, oder? Ja. Ja. Im Fußball wird es jetzt Ecke geben. Arm ist immer noch oben, Coburg muss zum Abschluss kommen. Abschluss kommt. Erste Aktion von Michael abgedreht. Ja. Und jetzt linke Fuß war Andi Schmid. Ja, war vielleicht etwas überhastet. Ein bisschen zu schnell, oder? Hätte ich ein bisschen mehr Zeit lassen können, ja. Coburg jetzt wieder am Angriff. Abschluss. Appelgren hält. Abgepfiffen. Gibt aber Freiwurf, ja. Noch ist nichts passiert. Knapp 2 Minuten gespielt. 0:0. Ich bin mal mutig, beim 0:0 wird es nicht bleiben. Moment, ich schreibe dann Tipp auf. Wieder Coburg jetzt im Angriff, bedächtig, langsam. Jetzt kommt der Abschluss noch nicht. Ja. Nee, jetzt. Und wieder Michael Appelgren.
wieder abgepfiffen. 7 Meter, ja. Eieieiei. Ich hab doch gesagt, kein Rückstand. Ja, Applegate steht im Tor, das passt. Tja. So, die Nummer 19 hat sich den Ball geschnappt, Steffen Kussbau. Und trifft. Leider, ja. 0:1. Nach fast 3 Minuten. Oh, jetzt die Löwen. Guck grad mal, wen hat er denn jetzt auf dem Feld? Rechts außen Mario Steinhauser. Andi Schmid ist mit dabei. Pettersson. Und Senior Buena ist auch auf dem Feld. Ja. Ganz außen steht noch Manasco. Jetzt wo die Jungs hier aus Kobe so vor mir stehen, das sind alles ganz schön lange Kerls, oder? Mhm. Also der mit der 95 da, das ist... Wer ist das? Ah, das ist der Grieche. Thomas K-Punkt. Den Nachnamen kriege ich leider nicht nochmal fehlerfrei aus. Ich lese gerade hier im Live-Chat, die Handball, die Aspora Duisburg kann uns auch hören. So, und das Ausgleich. Der Schütze war die Nummer 16, Rafael Baena González. Ole. Jetzt gibt es auch gleich eine gelbe Karte. Ich glaube für Pettersson, oder? Wer hat die gerade gesehen? Oder was? Ne, es war Guardiola. Kriegt sie. Okay. So, Coburg wieder. 4,5 Minuten gespielt, 1:1. Ich muss langsam der Arm wieder hochgehen. Richtig Freiburg. Ja, versuchen viel durch die Mitte, aber geht nicht. So, eben geht der Arm vom Schiri hoch, bis wir gleich zum Abschluss kommen. Jetzt muss er Abschluss wieder kommen. In der Mitte, muss werfen, aber, kommt, ja. Apfelkrähen hält. Jetzt die Löwe. Da ist Pettersson weggerutscht. Aber nichts passiert. Hat sich aber auch nicht verletzt. Ne, sieht nicht so aus. Nee. Und jetzt die Löwen. An die Schmied versucht, Spieler Petersen, Thürier wieder auf Schmied, zurück zu Thürier, Abschluss, oh. Tor, Abfall, egal. Das sieht man so auch nicht auf. Egal, da fällt hinterher keiner mehr, Ball ist im Tor. Knapp 6 Minuten gespielt, neuer Spielstand, 2:1 für die Löwen. So, Coburg wieder im Angriff. Dann ist alles so verdächtig. Gemächlich geht, sage ich mal ganz herzliche Grüße nach Duisburg, da hört man uns nämlich auch zu. Hör mal! Natürlich nur, wenn es mehr Neckarlöwen-Fans sind, ne? Eher MSV, aber egal. Und jetzt die Löwen. So, Löwen wieder im Angriff, Thürier. Wow! Sauber versenkt. Du kannst weitergehen. Ja. 6,5 Minuten spielt, neuer Spielstand 3:1 für die Löwen. Vielleicht müssen wir nicht so zittern wie gegen Leipzig. Nee. Machen meine Nerven auch nicht jedes Mal mit. Mal gucken, was Coburg jetzt macht. Langsamer Spielaufbau, die ziehen es eigentlich immer bis über die Zeit. Schluss, ja. Oh, jetzt wieder durch die Mitte, knapp links vorbei. Das war leichtfertig, würde ich sagen, weil das war eine gute Chance. Kam auch völlig frei zum Wurf in der Mitte. Pirié durch die Mitte. Ach, oh. Euer Spielstand Löwen 4, Coburg 1. Dritter Treffer von Pirié. Also ich behaupte mal, heute können wir fürs Torverhältnis was tun.
Ja. Wenn sie so weitermachen, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie das noch kriegen. Wir in Flensburg hatten weitaus Besseres, aber wer weiß. Versuchen auf jeden Fall. Ja, ja. So, jetzt wieder Kobo. Versuchen sie mal recht. Löwen weg und Arm ist wieder oben, ja. Kobo muss zum Abschluss kommen. Und die kommen eigentlich nur aus der Mitte und ziemlich weit weg zum Abschluss, ne, weil die Jungs stehen gut da hinten. Arm ist immer noch oben. Bleibt wieder in der Abwehr hängen. Arm ist auch oben, also müssen sich beeilen. Abschluss. Appelgren hält locker. Löwe im Angriff. Und da ist das Tor. Mannerstoff. Ja. 48 Spiel, Spielstand Löwen 5. Coburg immer noch 1. Und die erste Auszeit für Coburg. Ja, ich glaube, es ist noch besser jetzt, weil. Du fährst wirklich zum Desaster jetzt. Also ich kann mich jetzt wahrscheinlich was entspannen, also. Vor allem Coburg ziemlich einfallslos, finde ich, im Angriff, also. Ja. Uns ist es egal. Ich würde ja schon ganz gerne hören, was er den Jungs da sagt, weil 5 Tore nach 8 Minuten. Ist schon ein Wort, ja. Aber die Abwehr steht halt heute hinter, ja. Aber ich sehe gerade, der Spieler, der dich beim Warmmachen fast abgeschossen hat, muss zur Strafe immer die Wasserkiste tragen. Ja. Nee, abgeworfen war ein anderer, der hat den Ball nicht gefangen. Ah, okay. Aber egal. Nee, ist ja nichts passiert. Aber es geht Christian gut für alle, die es interessiert. Der Ball ist noch ganz und das war die Aufgabe. Alles im grünen Bereich. So, Coburg wieder im Angriff. Wieder schön gemütlich. Suchen jetzt durch die Mitte. Und das war ein Foul. Gelbe Karte. Karte, ja. Freiwurf oder 7 Meter? Nee, Freiwurf, glaube ich, oder? Nee. Ja. Ja. Coburg gemütlich weiter. Ich finde auch keine Lücke, Gott sei Dank. Na, ob man das jetzt abpfeifen muss. Er ist ja eigentlich noch zum Abschluss gekommen, also. Ja. So, jetzt müsste langsam der Arm wieder hochgehen, da ist er oben. Aber kein Durchkommen, die Abwehr steht. So. Jetzt gibt's 2 Minuten. Ja. Guardiola, ja. Na. Nicht aufregen. Und 7 Meter? Nee. Doch, oder? Nee. Nee, Freiburg. 10 Minuten rum, immer noch 5:1. Coburg weiter gemütlich. Jetzt ein Mann mehr eigentlich. Ja. Da ist die Lücke. Jetzt hast du die Lücke in der Mitte, ne? Oh, nochmal raus. Oh, jetzt. Uiuiui. Oh oh. Hier eine gelbe Karte. Aber das sehe ich aber jetzt auch genauso. Gibt auch 7 Meter. Ja. Ich weiß noch nicht, warum er da eben nicht direkt geworfen hat, nochmal rausspielt, weil er war eigentlich völlig frei am Kreis. Normal, das Loch war in der Mitte, ja. So, Nummer 19 versucht zum Zweiten. Schauen wir mal. Jo, trifft leider. So, knapp 11 Minuten gespielt, neuer Spielstand, 5:2 für die Löwen.
Noch eine Minute in Unterzahl. Jetzt geht aber der Torwart raus. Kann man mal machen. Jetzt geht's schnell bei den Löwen. Schmied auf Pyrie, zurück zu Schmied. Man muss nochmal abbrechen an die Schmied. Aber da war ein Hals festhalten. Ist da gelbe Karte für den Spieler? Also er wollte die gelbe Karte gar nicht mal einstecken, der hat sie nur drauf. Ne? Er ist gut, Strafzeit läuft runter. Passt. Kommt Jungs. So, 15 Sekunden noch. In Unterzahl. Schönes Spiel! War 6 zu 2 durch Pekela. Das war schön gespielt vom Hübier. Löwen wieder komplett. 12 Minuten Spiel, Spielstand 6 zu 2. Kofurt wieder am Angriff. Springt der Ball an den Fuß, Freiwurf für Kofurt. Was jetzt? Kofurt mit dem Freiwurf wieder. Ist der Arm wieder ober. Apfelkrähen hält sich souverän. Jetzt geht's schnell Löwen bei wieder am Angriff. Pettersson durch die Mitte. Fließt ab. Das können wir halt. So, 13 Minuten gespielt. Neuer Spielstand. Löwen 7, Coburg 2. Das ist ein Duisburger. Ja, das ist ein Duisburger. Hallo Andreas, wir sind auch noch da. Ich spreche nicht mit dir, ich komme aus Osnabrück. Hör mal. Kofurt wieder im Angriff. Hast du uns durch die Mitte? Kriegen wieder einen Freiwurf. Ja, Abwehr ist heute ziemlich dicht, ja. Spielen aber auch einfallslos. Ja. Die gucken mal gut, ist Aufsteiger. Beim amtierenden deutschen Meister, also. Abschluss. Tor. Das war jetzt mal ein bisschen glücklich, würde ich sagen. Weiß die Nummer 95. Der berühmt-berüchtigte Grieche, denke ich mal. Oder Litauer, oder ich weiß nicht den Namen. Roma, Kirbel, ja. Hoffen wir mal, dass er nicht so oft trifft. Ja. Machen wir einfach Romas Kartpunkt raus. So, Löwen wieder im Angriff. Schmied auf Pyrie, zurück zu Schmied. Schön durchgesteckt von Andi Schmied, aber... Ja, gibt's über Meter. Da war wieder schön durchgesteckt. Ja. So, Andi Schmied. Ich glaube, der hat noch gar kein Tor, ne? Nee. Macht er jetzt sein erstes. Lege ich mich fest. Gut. Jawohl. Nicht lang fackelt, Ball war freigegeben, gleich ausgeworfen. So, 15 Minuten gespielt, neuer Spielstand 8 zu 3 für die Löwen. Ich bin mal ganz mutig, das Spiel geht mit mehr als 10 Toren aus, Unterschied aus, sage ich jetzt schon. Ja. Weil ich glaube nicht, dass dies, also. Da ist wieder dein Freund und er hat getroffen. Löwen wieder im Angriff. Also gut gehalten. Ich habe schon mal mein Endergebnis auf den Zettel geschrieben. Okay. Na, ich sage mal... Heute können wir es immer sagen. Es gibt von 32 zu 21. Tippe 35 zu 23. Good.
schauen wir mal. So, Löwen wieder am Angriff. Jurie am... Oh. Schmied, oder? Ja. Wunderbar. So geht das. Ein zweiter Treffer. Neuer Spielstand 9:4. Ballverlust von Coburg. Steinhaus, da läuft der. Das so, jawohl. Marius Steinhäuser mit seinem ersten Treffer. Neuer Spielstand 10:4. Ui, ui, ui. Also wenn man sich so die Körpersprache anguckt, die resignieren eigentlich fast schon. Die haben schon fast aufgegeben, ja. Ui, ui, ui. Wieder im Angriff. Verlierende Ball. Oh, einfach Gegenstoß. Steinhauser, Tor. Ui, ui, ui. 17 Minuten Spiel, neuer Spielstand 11:4 für die Löwen. Es läuft. So, probe ich jetzt wieder im Angriff. War alles so gemächlich, ja. Ja, die haben Zeit, aber jetzt treffen sie auch mal. Treffen sie mal wieder, ja. Ach, das war mein Freund, wo der Ball nicht gefangen hat, Freund. Sebastian Weber. Freiwurf für die Löwen. Alles läuft heute über Andi Schmid und Kemekta Duvier, die beiden sind die aktivsten bei den Löwen. Schmid wieder auf Duvier, der schließt ab, Torwart eben. Jetzt könnte es mal schnell gehen für die Coburger, aber... Ja. Nix aber, sie treffen. Wieder die Nummer 19, Steffen Kostbau. Zum dritten Treffer. Bravo. 18:45 Spiel, 11:6 für die Löwen. Beruhigender Vorsprung. Ja. Ich glaube, wenn die Löwen jetzt nochmal 5 bis 10 Minuten anziehen, dann... Ja, Peterson jetzt. Spielt auf Steinhauser, zurück zu Peterson. Durier, Abschluss. Ja. Schön. Das war sein vierer Treffer. Gleich 20 Minuten 19, rum. Ja. 12:6 für die Löwen. Coburg wieder im Angriff. Wieder ganz gemütlich. Ich glaube, die sind froh, wenn es rum ist. Ja. Üben sich in Schadensbegrenzung, ja. Wieder über Außer, aber Appelgren hält. Jetzt geht's wieder Löwen schnell über Angriff, rechts. Steinhaus. Faul. Alle Parteilaufer. Pfeift ja gar nicht. Partei laufen lassen, ja. So. Die Schiedsrichter habe ich vorhin vergessen durchzugeben. Das sind Jan Krell und Raphael Pieper. So, Schmied jetzt wieder auf Durier. Der ist zu Peterson. Der bricht ab. Wieder auf Durier, Abschluss. So. Schöne Fackel. Das wäre. So, bei fünfter Treffer wartet. Neuer Spielstand. Löwen 13, Coburg 6. 7, ja. Entschuldigung, haben gerade Tor gemacht. Das ging jetzt mal schnell. Ja. So schnell kann ich gar nicht tippen hier. War die Nummer 4, Philipp Sparski. Löwen wieder im Angriff.
Dein Haus auf Petersen, Petersen auf Mensa, der Haus auf Schmied, zurück zu Mensa, Petersen, Mensa, Schmied, Petersen, Schmied, Mensa, durch die Mitte, zurück auf Petersen, der wieder auf Mensa, der wird kalt und Freiwurf. Wieder durchgesteckt. Bei Ena, jawohl. Ja, da ist kein Halter, wenn der mal auf Ball ist. Aber eigentlich müssten die Kugel das ja mal raffen, oder? Also war schon das dritte Mal jetzt. War wieder mein Freund mit der 95, wo getroffen hat. Die Grieche. Romabkappung. Könnte aber auch Litauer oder so sein, die haben auch so komische. Ja. Wir versuchen das mal in... Ich google das nachher mal. Wir versuchen mal in Erfahrung zu bringen, wo er herkommt. So, Löwen wieder im Angriff. 7,5 Minuten noch bis zur Pause. Spielstand 14:8. Coburg wieder gemütlich im Angriff. Und wir haben Zeit in Coburg. Ja, die warten wieder, bis der Arm hochgeht. Das dürfte nicht mehr lang dauern. Abschluss und... Ja, da war er fast dran, der Abwehr. Ja. War die Nummer 24. Nico Büsel. So, die Löwen wieder. Schmied, Mensa. Schmied. Spanischer Sturmtank ist wieder da. Mensa und Schmied. Und wieder das Gleiche. Jawohl. Ah, dann hebt man halt nicht. Gibt noch 2 Minuten für den Spieler von Coburg. Für die Nummer 11. Also ich glaube, wenn der Trainer denen das nochmal in der Spielanalyse zeigt, dann irgendwann. Dein Freund grüßt uns aus dem Ruhrpott. Grüße zurück in den Pott. So, Coburg wieder im Angriff. Aber ist kein Durchkommen. Abwehr stehen. Durch die Mitte. Ja. Eben geht der Arm von Fieri hoch, Abschluss von Strommer. Abschluss kommt, bleibt in der... Oh. Ich weiß nicht, was er jetzt gekippert, aber... Jetzt kriegt der Trainer eine gelbe Karte. Der hat auch Puls jetzt. Ja, okay. Habe ich aber auch nicht verstanden, also... Wenn du da die Decke hängst, kannst du Licht ausmachen, so ein roter Kopf hat der. Bleibt der Arm. Alles ein bisschen arg gemütlich. Jetzt hat man Erfolg mit ihr. Ein Schläfer und Spielen hier. Tilrin war das. Neuer Spiel, 25 Minuten Spiel, neuer Spielstand 15:10 für die Löwe. Löwen wieder am Angriff. Schmied auf. Ah ja. Baena, der scheitert am Torwart. Der scheitert doch mal.
an Kante, Kofor geht Ball für sich. Wie läuft weiter? Noch 5 Minuten bis Pause, ne? Ja, 4,5. 15 zu 10 für die Löwen. Und Kofor wieder schön gemütlich. Da spielt man aber, wenn man 10 Tore führt, ja. Kurz zum Verwalter. Ja. Jetzt hält Appelgren. So, jetzt kommt. Aber Menta. Schmied aus Petersen, der drückte Schmied. Abschluss, Torwart hält. Oh. Da haben sie, glaube ich, Glück gehabt. Da hat er Glück gehabt, dass man Freiwurf kriegt. Da haben sie Glück gehabt, glaube ich. Aber egal. Schicksal, der wäre von allein reingesprungen. Ja. Hat man nicht nach Foul auswählen. Auszeit. Auszeit Löwen. Oder Jakobsen, der spricht schon, bevor die Jungs da sind. Ich glaube, das versteht man noch unterm Dach. Was ja. Der hat leicht Puls. Aber ich denke eher wegen dem Schiedsrichter. Wie gut, ich denke, die haben jetzt noch zwei Angriffe, wo sie verworfen haben. Jetzt greift er halt mal ein. Trainer von Coburg ist ganz entspannt. Haben sich wahrscheinlich mit ihrem Schicksal schon abgefunden. Coburg hat auch bei der Auszeit länger Zeit. So, weiter geht's. Ja, zwei, drei Tore gehen dann vielleicht noch vor der Pause. Ja, Menta jetzt durch die Mitte, Beine. Oh. Hätte man aber laufen lassen können, ja, egal. Peter so ein Menta, Schmied, zurück. Wieder Schmied. Aber jetzt, nein, verworfen. Manaskov scheitert am Torwart. So, 27 Minuten Spiel. Neuer Spielstand 15 zu 11 für die Löwen. Also 16 zu 11. War Menta, wenn es richtig fährt. Ne? Ja. 2,5 Minuten noch. 16 zu 11 für die Löwen. Coburg wieder im Angriff. Könnt schon mal ein kleines Fazit ziehen, kurz vor der Pause. Kein tolles Spiel, wird so wie es aussieht ein Pflichtsieg, oder? Ja. Aber solche Spiele musst du gewinnen, wenn du Meister werden willst, das ist so. Da musst du auch so Spiele über die Bühne kriegen, ja. Und Appelgren hält. Jawohl. So, Löwen wieder im Angriff, Peterson, Menta. 2 Minuten. Manaskov. Freiwurf für die Löwen. Komm, da geht noch ein, zwei Tore. 1,5 Minuten noch, genau jetzt. 16 zu 11. Peterson auf Schmied, der versucht durch die Mitte, Menta. Peterson, Abschluss. Jawohl! Geht doch. Letzte Minute beginnt gleich. 17 zu 11 für die Löwen. Coburg im Angriff.
Wir freuen uns auch auf die Pause gleich. Durchschnaufen. Ja. Rauchen. Coburg bleibt jetzt im Angriff. Ich schätze mal, viel passiert nicht mehr. Nein. Weil der Arm wird wieder gleich hochgehen. Jawohl, dann geht er hoch. Arm ist oben. Ja, der fällt aber vor Schwäche, oder? Ja. Uhr nochmal angehalten. 23 Sekunden vor Schluss. Kommen die Wischer Girls zum Einsatz. Gibt Freiwurf, ja. Arm bleibt oben. Arm muss ihn jetzt abschließen, die Kobuga. Abschluss. Komm, komplett, komm. Pfeift er wieder. Ich raff er wieder. Mann. 14 Sekunden noch. Immer noch 17 zu 11. Aber Uwe läuft weiter. Runter, ja. Freiwurf für Coburg. Muss werfen. 2 Sekunden noch. Wirf, bleibt ja, der Mauer hängen. Fertig. So, Halbzeitstraße Löwen 17, Coburg 11. Wir machen jetzt auch eine kleine Pause. Melden uns gleich wieder. Bis gleich.
So, pünktlich sind wir natürlich wieder zurück. Die Apfelschorle ist leider leer, Zigarette ist geraucht. Die Mannschaften sind auch schon wieder da. Dauert nicht mehr lange, dann geht's los. Gut, dann werde ich mal eine Info los. Mein Lieblingsspieler von Coburg, Thomas K. Punkt. Ich habe mich mal erkundigt in der Halbzeit. Ups. 30 Grad hat der Stecker vom Laptop raus. Alles gut? Ja, alles da. Alles da. Gut. Lampen leuchten noch. Ich habe da hier wieder. So, der Betreuer hat mal gesagt, das ist ein, man höre und staune, Österreicher. Hat aber litauische Wurzeln. Also wäre das auch geklärt. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt nie drauf gekommen, also bei dem Namen. Und der wird auch ganz komisch ausgesprochen, also. Vielleicht hätten wir den Betreuer auch nach dem Spitznamen fragen sollen. Wäre einfacher dann. Wir bleiben bei K. Punkt. Fast. Wie viele Tore hat er denn bis jetzt geworfen? Kommt er vielleicht? 3. Und das Spiel läuft. Anpfiff, zweite Halbzeit läuft. Spielstand 17:11 für die Löwen. Ja, noch 18 Tore für die Löwen bis zu meinem Tipp. Schauen wir mal. Wir machen eher die 23 bzw. 21 für Coburg Sorge. Weil ich weiß nicht, ob sie so viel schaffen. So, Löwen. Im Abschluss und 7 Meter. Ach, faul an Steinhauser. Andi Schmid. Ja. Sag einfach mal so. Wenn er so humorlos ist wie vorhin, gleich. Freigegeben, Tor. Passt. 18:11 für die Löwen. 31 Minuten Spiel. Guter Auftakt in die zweite Halbzeit. Genau. So kann es weitergehen. Coburg wieder jetzt im Kriechgang auf dem Weg zum Tor von der Löwe. Jetzt schließen wir ab. Hui. Aber schön rein mit der Lappe. Appelgren steht im Tor, ja. Löwen wieder im Angriff über Schmid, zieht ab, Torwart hält, Coburg im Ballbesitz. Jetzt machen sie sogar mal schnell. Machen sie mal wieder schnell, ja. Abgepfiffen. War es dann aber mit dem Schnelle, ja? Ja. Hau, hau, hau. Warten sie wahrscheinlich wieder, bis der Arm hochgeht vom Schiri. Ball, Ball los. Jetzt an die Schmied alleine. Läuft allein. Und uiuiui. Scheitert. Scheitert am Torwart. Das linke Bein noch hochkriegt, Coburg wieder im Angriff. Über schön gemacht. Jawohl. Das war jetzt mal nicht schlecht, was sie da gemacht haben. So, jetzt war es 18:12. Durch die Nummer 7, Lukas Wucher, Pfennig. So. Löwen im Angriff. Halle macht Stimmung. Guck gerade mal hoch zu unseren Spionen auf der Tribüne, aber ich gucke nicht so begeistert. Keine Stimmung. Oh, dein Solomann ist beschäftigt, der ist am Essen. Der ist gerade, ja. Ah, so, wie? Jetzt aber. Zweite Platte Aktion, ne? Wieder Fürier. Der zieht ab. Oh, voll. Kriegt aber einen Freiwurf, ja. Vielleicht ein bisschen glücklich, weil ich jetzt nicht unbedingt gefunden, aber... Ja, aber die Aktion vorher war gut. Langer Abwurf vom Coburger Torwart und... Ja. Am
müssen wir locker aus der Luft abfischen. So, Durier wieder durch die Mitte, Abschluss, Tor. So, neuer Spielstand, Löwe 19, Coburg 12. War sein sechster Treffer in dem Spiel. Coburg wieder im Angriff. Wieder schön gemächlich. Wieder durch die Mitte. Ja. Jetzt haben sie auch leider getroffen. Ja. Die Nummer 11. Sebastian Weber. Löwen wieder im Angriff. Spiel. Gerät. Komm, jetzt das Reinkind, 20. Schmied, Durier. Der Schmied auf Durier, der zieht ab. Jawohl. Wie wird die Tor weiter jetzt von mir? Dann gibt es. Ja. So, 35 Minuten Spiel, neuer Spielstand 20 zu 13. Denk mal, die 10 kriegt er noch voll. Ja. Es sei denn, irgendwann könnt ihr eine Pause. Kann natürlich auch passieren. Wäre auch möglich, ja. So, Coburg wieder im Kriechgang. Nee. Freiwurf für Coburg. Ich darf langsam wieder den Arm hochgehen vom Kiri. Jawohl, da ist er oben. Der fällt wieder ab. Freiwurf, ja. Arm bleibt oben, Abschluss kommt. Appelgren hält. Löwen im Ballbesitz. Komm jetzt. Spiel auf Durier, dann zieht ab. Jawohl. Wahnsinn! Hier ist aber ein Teppich durch das Murmeltier, oder? Das ja! Was 21 zu 13 für die Löwen. Coburg wieder im Angriff. Abschluss, Durier hat die Hände hochgerissen. Das ist auch ohne Abwehr, der beste Wert, heute. Ja. Macht heute alles. Und wieder jawohl, wieder bleibt der Hänger, Tempo gegen Stoß. Und da ist er. Paulus Steinhäuser. Und dann dritter Treffer. Auszeit für Coburg. Coburg hat es da genommen, ja. 37, 29 Spiel, Spielstand 22 zu 13. Eigentlich kann man da ganz relaxed sein bei dem Spielstand bei den Löwen. Ja. Stimmung in der Halle ist auch gut. Ich bin gleich wirklich mal auf die Zuschauerzahl gespannt. Also. Also mehr als 6.000 nicht. Knapp 6.000 könnte man sagen, ja. Ja. Und ich glaube, das ist sogar das, was die Löwen auch an Dauerkarten verkauft haben, ungefähr ja. So. Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Lass uns mal überraschen.
So, weiter geht's mit Kobold im Angriff. Darf man das Angriff nennen? Ja. Sind in der gegnerischen Hälfte. Oder so, ja. Ja, wobei jetzt durch die Mitte, ne? Abgepfiffen. Freiburg. So langsam wieder. Außen, ja. Oh! Uiuiui! Johann, der Bein eben gehabt. Wahnsinn! Also wenn ich mein Bein so hochziehe wie der Apo geht, dann habe ich in alle Bänder verbrüht, glaube ich. Da ist alles kaputt dann, ja. Wahnsinn. Löwe im Angriff. Nee, noch kein Abschluss. Nee. Er hat kurz überlegt, aber doch zurückgezogen. Arm ist oben. Jetzt über Aus. Oh. Das muss aber 2 Minuten gehen. 2 Minuten, ja. Das war mal ein richtig krasses Faust. Ja. Steffen Kostbau von Coburg. Und obendrauf gibt es noch 7 Meter. Aber zu Recht, also da brauchen wir nicht diskutieren. Aber das Ding muss echt nicht diskutieren. So, Andi Schmid wieder. Vielleicht sein 4. Tor. Jo. Der Typ war, glaube ich, zum ersten Mal bei 10 Toren Vorsprung. 23-13. Wenn Sie interessiert, die Wurfgeschwindigkeit war 87 Kilometer pro Stunde. Schneller als mein Clio Beppo. Coburg wieder im Angriff. Kommt wieder durch die Mitte. So, jetzt muss schnell gehen. Über Tor Schmied. 1:12 Überzahl für die Tür. Fenster. Er bricht ab. Neuaufbau. Wechseln jetzt nochmal. Gewechselt, ja. Spanischer Sturm dann kommt. Ja, die Maschine in der Mitte ist wieder da. Au, das war jetzt von Andi Schmid. Vielleicht ein bisschen zu überhastet. Ja, bleibt mit Ballbesitz. Thürier auf Speed. Wieder an Schmied. Nee, Thürier. Ah. Oh, ja. Wahnsinn. Mit Hilfe von Innenposter, aber egal. Ja, jetzt wird's allmählich so das Ergebnis, was so Richtung meines Tipps käme dann. Obwohl, die haben schon zu schnell die Tore geworfen, glaube ich. Wieder durch die Mitte, jetzt auf Außen. Zurück in die Mitte. Oh. Schmied hätte beinahe abgefangen. Cool. Apfelkrebs, jetzt Schmied. Spielt raus. Spielt raus. Ah. Mannerskopf wieder. Scheitert am Torwart. Schade. Coburg wieder. Was bei den Rhein-Neckar-Löwen an die Schmied ist, ist glaube ich bei den Coburgern die 21, der Kilrin, über den alles läuft eigentlich. Ja. Jetzt auch wieder am Ball. Abschluss am Tor vorbei.
Löwen den Ball besitzt. Die Durier, Schmied und Mensa. Neuaufbau. Nochmal gewechselt. Oena ist wieder da, Harald Reinkind. Reinkind, ja. 42,5 Minuten Spiel. Spiel stand 24 zu 13. Kyrie. Kannst du noch was im Torverhältnis machen heute? Das war Mann, auf Kopf scheitert schon wieder. Schade. Ich glaube, das ist nicht sein Tag. Nee. Hat bis jetzt ein Tor. Hat wieder alles Zeit der Welt. Auf rechts außen steht jetzt gerade hier ein Spieler, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf seinem Trikot heißt der Bucher Pfennig. Bucher Pfennig, ja. Müsste der nicht eigentlich jetzt Bucher Cent heißen? Da ist ein Freund. Bucher mit Abschluss. 7 Meter. 7 Meter, ja. Kann man pfeifen, ja. Knapp 44 Minuten Spiel, Spielstand 24-13. So, aber wir reden raus, Lukas Bauer jetzt im Tor. Freiwurf ist freigegeben. Ah, ja. Leider ja, drin. So, 24-14. Ja. Das ist mal 19 Steffen Postbau. So, Löwen wieder Mannschaft. Tipp. 16 Minuten noch. 10 Tore vor die Löwen. Hallo, unterstützt jetzt wieder. Komm jetzt aber. Leichtin. Da ist er. Uiuiui. Beinah. Der 25 zu 14. Ja. Und schon wieder eine Löwen. Mann auf Kopf, diesmal aber. Jawohl. Geht noch. 26 zu 14 für die Löwen. Er guckt da ein bisschen erleichtert jetzt. Ja. Hat seine drei Fehlwürfe gehabt. Coburg wieder am Anpfiff. Durch die Mitte. Foul, 7 Meter. 7 Meter, ja. Wurf angegriffen. 7 Meter für Bubo. Muss man wohl sagen, war richtig. Aber Hendrik Pickeler diskutiert jetzt. Sieht das wohl noch ein bisschen anders. Gefoultet wird selber an. Ja. War auf der 5. Treffer von Steffen Großbau. Neuer Spielstand 26-15 für die Löwen. Der Mann trifft die Löwen, spielt. Jubiläum, Reinkind. Da abgepfiffen. Freiburg. An die Schmied dirigiert die Leute, stellt sie oben am Kreis. Hat irgendwas anderes vor?
Ballverlust, Sembo gegenstoß. Da ist Herr Nummer 7, ja. Betrifft. 26 zu 16 für die Löwen. Und wieder im Angriff. Zaleski, Schmied. Reichkind, Schmied. Zaleski. Schmied, Reichkind zieht ab und trifft. Oh. Hat er fast gehabt. Sauber. Gucken wir wieder im Angriff. Abschluss bleibt hängen in der Abwehr. Ich glaube, der Philipp Tedeschi ist jetzt zum ersten Mal auf dem Feld, oder? Ja. Schon kräftig schon bei den Löwen in Allmählich. 12 Minuten vor Schluss. 11 Tore vor. Ja. Ja. Ist schon mit dem Teufel zugehen, wenn da noch was passiert. Ja. Abus Mier ist wieder oben, ja. Abschluss kommt und Abelgren hilft. Ja. Ist aber frei nur. Und wieder da. Abelgren hilft wieder, wunderbar. Komm, jetzt noch mal ein paar Tore, Jungs. Wieder frei im Kind, der zieht ab. Und da ist er. Und jetzt zum Spiel, neuer Spielstand 28:16. Humorlos abgezogen, ja. Wieder im Angriff. Abschluss, Abelgren. Wir waren natürlich auch weit weg. Doch wird das noch mehr Verzweiflung. Zaleski rutscht der Ball durch die Finger. Oberg wieder im Ballbesitz. Letzten 10 Minuten rechnen jetzt an. 12 Tore vor, ja. Das ist durch, ja. So, Coburg mit dem Abschluss, Abelgren hält. Im Angriff, Reinkind, Schmied. Zaleski, Schmied. Zaleski, Abschluss. So ja, den war natürlich genau, genau in die Mitte. Coburg ja. Jetzt wieder. Ja. Im Tor. War die Nummer 9, Dominik Kelb. 28 zu 17. Oh. Oh. Gerade kommen die Zuschauerzahlen rein, da haben wir uns ein bisschen versetzt. 7.285. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja. Wahrscheinlich zählen sie uns beide auch mit. Kommen jetzt nochmal 8,5 Minuten Vollgas, Jungs. Ist es so, wieder der Wien auf Mann abguckt. Nicht sein Tag heute, ja. Schade. Also im Moment haben wir 11 Tore, wenn die es ein bisschen besser zu Ende spielen, hätten wir auch schon 15-16 vor sein können.
Aber wir wollen ja nicht übertreiben, aber wie gesagt, Torverhältnis ist vielleicht am Ende auch noch entscheidend. Glaube ich zwar eher nicht, aber... wäre nochmal eine Ansage nach Flensburg dann. Ja. Und jetzt treffen die schon wieder. War wieder mein Freund mit der Nummer 95. 28. Robert. Gegenzug 29 zu 18 für Steinhäuser. War sein vierter Pfeffer. Burg wieder abgehend. Mit solchen Dingern kannst du abhüpfen, wir nicht bezwingen. Dann ist gescheitert am Torwart. Der geht auch in der zweiten Halbzeit. Ja. Ja. 29:19, 53 Minuten gespielt. Der steht bei denen im Tor, Oliver Krechel. Der macht seine Sache gut da hinten, muss man neidlos anerkennen. An dem liegt es nicht, ne? Nee. Der hält was zu Halde ist. Manchmal auch ein bisschen mehr. Löwen jetzt wieder. Beiner. Kriegt Freiburg. Der muss eigentlich in jedem Spiel ein neues Trikot kriegen, wo er so oft wie daran gezogen wird. Also. Kalewski, Reinkind, Fenster, zurück zu Reinkind. Komm, ist frei die Mitte. Der versucht durch die Mitte. Ja, war wohl in Buch. Kriegt aber einen Freiwurf. Ja, ja. Da doch reingegriffen. 5 Minuten rum, Arm ist open. Oh! Uiuiui. Der war weit vorbei. Mensa mit dem Abschluss, aber ja. Das war nichts. Coburg jetzt wieder. Nein! Was jetzt? 2 Minuten für Guardiola. Und Tor für Coburg. Was halt zweite 2 Minuten. Also. 29 zu 20, keine 10 Tore mehr. Nein, nein, nein. Pekela, die 2 Minuten kriegt. Okay. Weil Guardiola spielt, ja. Ich hätte es auch gedacht, aber... egal, Fenster... Saletti... Guardiola mit dem Tor. 10 Tore vor, schon wieder hergestellt. 30 zu 20 und jetzt auf genau 5 Minuten. Ja. Mein Tipp ist gleich vorbei. Was ist jetzt los? Schiri ist am Zeitnehmertisch. Diskutiert da irgendwas? Gibt's da jetzt? Weil bei der Strafzeit oben steht Guardiola vorne. Okay. Muss die junge Dame da jetzt ändern? Sie guckt auch schon auf den Würfel. Ja, ist eigentlich egal, was der Nummer da oben steht, Hauptsache. Scheint so nicht hinzukriegen. Ja. Weil gleich ist die Strafzeit rum, noch eine Minute. So, jetzt nochmal die Löwen. Das
Union auf Reinkind, Mensa, zurück auf Reinkind, bleibt der Abwehrhänger, Coburg, erst auf leere Tor und daneben, hui. Ja, so einfach ist es auch nicht, leere Tor zu treffen. Brauchen wir eine coole Szene jetzt. Schon, ja. So, 56 Minuten rum, 30 zu 20. Wieder im Angriff. Palisti, Mensa, Reinkind, Mensa. Versucht durch die Mitte. Nein. Steinert am Torwart. Bekommt eine 7 Meter. Meter. 3:22 vor Schluss. Wo läuft weiter? Wer darf? Palisti. Ball ist freigegeben, Steiner am Torwart. Mann. Ja, Christian zeigt gerade wieder auf seinen Tipp. Es war bei ihm 32:21, könnte wieder hinhauen, aber dann sollte er wirklich jetzt jede Woche. Aber dann hänge ich meinen Job an den Nagel. Ja. Wenn das wieder klappt. Dann solltest du eigentlich auch aufhören zu arbeiten und nur noch wetten, also ja. Mit richtigen Summen dann. Belieben als Café King wieder. So, jetzt. Löwen wieder im Angriff. Spencer. Jawohl. 31:20. Knapp 58 Minuten Spiel. 31:20 für die Löwen. Und es sind wieder 11 Tore vor. Oh. Sogar jetzt nur eine Szene auf. Hallo, ich bin begeistert. Ist ein extra Punkt. Gut, über das Badener Lied muss man nochmal reden, aber. Ja. So, Coburg wieder Wurf für dich. Bleibt hängen. Kriegt die Freiwurf. Im Block geworfen und jetzt geht's schnell bei den Löwen. Auf. Voll. Anastos. 32:20. Ab und zu ist jetzt skeptisch Spiel. Christian Hoffmann ist das erste Mal auf Coburg-Tour. Jetzt könntest du es jetzt 100 spielen, wenn sie mit dem Tor abschließen. Oh oh. Gibt 7 Meter, oder? Ja. Ja. Wo läuft weiter? Uhr ist angehalten. Ja, da muss er natürlich noch nirgendwo vorher. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Ne? Steffen Kurzbau. Bauer hält, Bauer hält, Bauer hält, Bauer hält. Er wird sogar der Löwe. Danke, Freund. Ja, das war's dann wohl mit meinem Tipp. Also wenn es jetzt daran scheitern sollte, ne, mit deinem Tipp. Oh, nicht schlecht. So, letzte 30 Sekunden, 32:20. Ich denke, dass wir das jetzt locker runterspielen. Ja. Vielleicht nochmal den Abschluss suchen. Mensa, Salesti durch die Mitte. Wirft daneben, kriegt Freiwurf. Freiwurf, ja. 10 Sekunden noch. 2:23. Mensa nochmal durch die Mitte. Beide. Mit dem Schlusspfiff. Zählt noch? Es steht noch 33:20. Ich bin froh, dass der noch getroffen hat, sonst wäre es gescheitert an den Löwen. Aber näher dran war ich. Hast recht.
aber egal, ganz knapp gewonnen. Pflichtsieg. Und das heißt, die Rhein-Neckar-Löwen sind wieder Tabellenführer. Glückwunsch, auch von uns. Wir freuen uns. Ich glaube, jetzt das nächste Spiel ist, wenn ich das richtig weiß, erst am 17. Mai. Haben wir also ein bisschen Pause. Wer Lust hat, uns zuzuhören, wir melden uns natürlich morgen schon wieder aus Koblenz mit dem Spiel Rot-Weiß-Koblenz gegen Arminia Ludwigshafen. Wenn es denn funktioniert mit dem Internet, ja, funktioniert, muss man das zusagen. Aber wir werden alles geben, dass wir es hinkriegen. Wir sind bestimmt früh genug da, um das zu testen. Für heute war es das. Wir sagen Tschüss, freuen uns aufs nächste Mal. Schönen Abend noch, ciao. Alles klar, bis dann, mach's gut, tschüss. Grüße nach Pittsburgh.